So, wir fangen an. Also, liebe Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich hier in Debatte im offenen Raum. Es soll tatsächlich etwas sein, wo nicht vom Blatt abgelesen wird. Wir wollen uns im Sinne einer Arbeitsberatung darüber austauschen, was die Friedensbewegung und alle weiteren Aktiven in nächster Zeit zu tun haben, damit wir unserer Verantwortung gerecht werden. Wir haben in der gegenwärtigen Zeit eine Front, die immer unverblümter und härter die Schicksale der Welt in die Hand nimmt und dem steht entgegen, dass die regulierende Gegenkraft, die die Bürgerbewegung sein müsste, dass die also in ihrer Geschlossenheit und in ihrer Zielstrebigkeit also weit hinter dem zurücksteht, was also die Herrscher dieser Welt vorhaben. Meist ist es ein bisschen Ohnmacht, die uns befällt, und wenn wir schon was zustande kriegen, dann geht es immer, wir fordern, obwohl wir genau wissen, dass diese Forderungen nicht ankommen. Aber es ist für uns eine Beruhigung, dass wir gefordert haben. Lasst uns also heute hier den Versuch starten, indem wir also einfach mal in einem lockeren Gespräch uns austauschen, wie wir denken, wie wir unsere Gemeinsamkeit und unsere Zielstrebigkeit erhöhen können. Wir haben uns das so gedacht, dass immer zwei hier ein Gespräch führen. Man kann dann auch auf alle Fälle mal fragen, wenn man mit etwas besonders nicht einverstanden ist. Und wir haben vor allem vor, diese Diskussion, die wir hier begonnen haben, weiterzuführen, dass wir das auswerten. Deswegen zeichnen wir es auch auf, dass wir hinterher nicht wieder von vorn anfangen, sondern sagen, so weit sind wir gekommen. Das Programm ist euch mit der Einladung zugegangen. Wir hatten also als erstes vor, hier zu dem heutigen Tag, dem 17. Juni, zu sprechen. Ihr wisst, von früh bis abends tönt es im Radio, dass heute überall Festveranstaltungen stattfinden. In Chemnitz spricht der Herr Gauck, unser Ministerpräsident ist in Görlitz, und Bundeskanzler Steinmeier hat also eine Rede gehalten oder ist zu Gast in Görlitz heute. So, wenn ich mir das überlege, was also mit dem 17. Juni passiert, und es ist ja auch, steht ja auch auf der Einladung, die Großdemo dann da, dass wir eben im Prinzip damals schon 1953 gegen Diktatur gekämpft haben und dass wir das also aufgreifen und dem gedenken. Ich persönlich muss sagen, ich glaube, und das müsst ihr also auch verstehen, ist ja jeder, der hier spricht, auch nicht eine Meinung sagen, die er vorher schon abgeglichen hat, sondern er soll seine Abfassung zu den Dingen sagen. Wenn wir zusammenfinden wollen, müssen wir also auch die Dinge so aussprechen, wie sie jeder sieht. Wenn wir also in der großen Demonstration uns berufen und sozusagen diese Diktatur von 1953 brandmarken, dann sieht man sich ja ein bisschen den Ast ab, auf dem man sitzt. Weil es ja ganz einfach so ist, also Steinmeier hat gestern gesagt, die Menschen in der DDR für ein Leben in Würde in einem geeinten Deutschland gekämpft. Sie waren Vorkämpfer unserer heutigen Demokratie. Bis heute sind sie Vorbilder für den Kampf gegen Unrecht und Unterdrückung. So, wenn man das jetzt eben auf die heutige Zeit nimmt, dann sind sozusagen die, die heute für Demokratie auf die Straße gehen, das sind die schlimmsten Schmuddelkinder, die man sich denken kann. Und andere haben auch gesagt, wer eben diese Diktatur in der DDR erlebt hat, der wird nie wieder ein vernünftiger Mensch. Also deswegen sage ich, wir müssen also da sehr, dass wir nicht unseren eigenen, uns selbst sozusagen schlechter machen, als wir sind. Ich möchte ganz kurz für die Jüngeren, die das gleich. Polizei sagt.
1690 sind Akten über den 17. Juni geöffnet worden. Und da geht hervor, oder dort steht so drin, seit durch die Industriearbeiterschaft in den Zentren aller Arbeiterbewegungen Mitteldeutschlands sind die Großbetriebe Ausgangspunkt und Motor dieses Aufstandes gewesen. Die aktivsten waren in Mitteldeutschland und auch in Ostsachsen. Am 17. Juni selbst waren es knapp 500.000 Arbeiterinnen und Arbeiter, trotz noch am selben Tag verhängten Ausnahmezustandes unter militärischen Besetzung der Städte und Großbetriebe sowie Verhaftung von Streikleitungen, dehnte sich der Ausstand am 18. Juni weiter. Nur unter Unterdrückung wurde es dann möglich, oder entgegen der Unterdrückung wurde es möglich, dass vom 19. bis zum 21. Juni weitere Aufstände stattfanden. Nach jüngstem Forschungsstand haben also zwischen dem 12. und 22. Juni rund 1 Million in 702 Städten und Gemeinden an den Streiks teilgenommen, Gebäude erstürmt, 60 Haftorte wurden gestürmt, 1400 Häftlinge befreit, etwa 50 Personen wurden getötet. Das ist also das, was in den Recherchen herauskommt. Und was ich hier ergänzen muss, ist, dass also Vergleiche, die wir zu heute führen, natürlich immer sehr, sehr stark hinken, weil jeder die Bedingungen, unter denen im 53 die Entwicklung verlief, mit im Auge halten muss. Was also 1953 los war, wenn man sich da mal einige Daten dazu nimmt, 1948 wurde die Bundesrepublik gegründet, 1949 war die Währungsreform und 1952 hat also Adenauer den Vorschlag von Stalin, das Memorandum zur Wiedervereinigung, abgelehnt. So dass es also eine Heuchelei von heute ist, wenn wir also sagen, es wäre damals primär um die Einheit gegangen, es gab da Überlegungen und da hat also zumindest die Bundesrepublik dieselbe Verantwortung wie wir. Was also tatsächlich übrig bleibt und weshalb das eben für unsere heutige Beratung auch ganz wichtig ist, ist eben, dass in so schwierigen Zeiten, wie sie also 1953 waren, die Verbindung zwischen der Landesführung, zwischen der Regierung und dem Volk so eng sein muss, dass sie eben auch Schwierigkeiten übersteht. Und das ist also weder von Seiten der Regierung noch von Seiten des Volkes so gewesen, dass man dort gut herausgekommen ist. Da ich immer, oder ich glaube, dass wir zwei hier sprechen, ich, mein Partner, den ich hier habe, ist Bertolt Brecht. Er hat einen Brief an Surkamp geschrieben und er wird beleuchten in der Art eines Künstlers, was für uns aus diesen Ereignissen übrig bleiben sollte. Bitte das abspielen. Bin ich einem Volksaufstand gleichgültig oder gar feindlich gegenübergestanden? Habe ich mich gegen die Freiheit gestellt, als ich am 17. Juni in einem Brief an die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, von dem der Schlusssatz veröffentlicht wurde, mich bereit erklärte, bei der unbedingt nötigen Aussprache zwischen Arbeiterschaft und Regierung in meiner Weise, in künstlerischer Form mitzuwirken? Ich habe 3 Jahrzehnte lang in meinen Schriften die Sache der Arbeiter zu vertreten versucht. Aber ich habe in der Nacht des 16. und am Vormittag des 17. Juni die erschütternden Demonstrationen der Arbeiter übergehen sehen in etwas sehr anderes als den Versuch, für sich die Freiheit zu erlangen. Sie waren zu Recht erbittert.
Die unglücklichen und die unklugen Maßnahmen der Regierung, die bezwecken sollten, überstürzt auf dem Gebiet der DDR eine Schwerindustrie aufzubauen, brachten zu gleicher Zeit Bauern, Handwerker, Gewerbetreibende, Arbeiter und Intellektuelle gegen sie auf. Eine Missernte vom vorigen Jahr, verursacht durch eine große Trockenheit, und die Landflucht von Hunderttausenden von Bauern dieses Jahres bedrohten die Ernährung aller Schichten der Bevölkerung zugleich. Maßnahmen wie der Entzug der Lebensmittelkarten für Kleingewerbetreibende stellten ihre nackte Existenz in Frage. Andere Maßnahmen wie die Anrechnung des Krankenurlaubs auf den Erholungsurlaub, Streichungen der Vergünstigungen für Arbeiterfahrkarten und die generelle Erhöhung der Normen bei gleichbleibenden oder sich sogar erhöhenden Lebenskosten trieben die Arbeiterschaft, deren Gewerkschaften nur schwächlich arbeiteten und ihrer Position nach nur schwächlich arbeiten konnten, schließlich auf die Straße und ließen sie die unzweifelhaft großen Vorteile vergessen, welche die Vertreibung der Junker, die Vergesellschaftung der hitlerschen Kriegsindustrie, die Planung der Produktion und die Zerschmetterung des bürgerlichen Bildungsmonopols ihnen verschafft hatten. Die Straße freilich mischte die Züge der Arbeiter und Arbeiterinnen schon in den frühen Morgenstunden des 17. Juni auf groteske Art mit allerlei deklassierten Jugendlichen, die durch das Brandenburger Tor über den Potsdamer Platz auf der Warschauer Brücke kolonnenweise eingeschleust wurden. Aber auch mit den scharfen, brutalen Gestalten der Nazizeit, den Hiesigen, die man seit Jahren nicht mehr in Haufen hatte auftreten sehen und die doch immer da gewesen waren. Die Parolen verwandelten sich rapide. Aus "Weg mit der Regierung" wurde "Hängt sie". Und der Bürgersteig übernahm die Regie. Gegen Mittag, als auch in der DDR, in Leipzig, Halle, Dresden sich Demonstrationen in Unruhen verwandelt hatten, begann das Feuer seine alte Rolle wieder aufzunehmen. Von den Linden aus konnte man die Rauchwolke des Kolumbushauses an der Sektorengrenze des Potsdamer Platzes liegend sehen, wie an einem vergangenen Unglückstag einmal die Rauchwolke des Reichstagsgebäudes. Heute wie damals hatten nicht Arbeiter das Feuer gelegt. Es ist nicht die Waffe derer, die bauen. Dann wurden hier wie in anderen Städten Buchhandlungen gestürmt und Bücher herausgeworfen und verbrannt. Und die Marx- und Engelsbände, die in Flammen aufgingen, waren so wenig arbeiterfeindlich wie die roten Fahnen, die öffentlich zerrissen wurden. Auf den Fotos, die in der westdeutschen Presse veröffentlicht wurden, können Sie ohne Vergrößerungsglas sehen, wer da die Fahnen zerriss. In der Provinz wurde befreit. Aber als die Gefängnisse gestürmt wurden, kamen merkwürdige Gefangene aus diesen Bastien. In Halle die ehemalige Kommandeuse des Ravensbrücker Konzentrationslagers Erna Dorn. Sie hielt anfeuernde Reden auf dem Marktplatz. An manchen Orten gab es Überfälle auf Juden, nicht viele, da es nicht mehr viele Juden gibt. Und den ganzen Tag kamen über den Rias, der sein Programm kassiert hatte, anfeuernde Reden, das Wort Freiheit von eleganten Stimmen gesprochen. Überall waren die Kräfte am Werk, die Tag und Nacht an das Wohlergehen der Arbeiter und der kleinen Leute denken und jenen hohen Lebensstandard versprechen, der am Ende dann immer zu einem hohen Todesstandard führt. Da schien es große Leute zu geben, die bereit waren, die Arbeiter von der Straße direkt in die Freiheit der Munitionsfabriken zu führen. Mehrere Stunden lang, bis zum Eingreifen der Besatzungsmacht, stand Berlin am Rand eines Dritten Weltkrieges. Lieber Suhrkamp, machen wir uns nichts vor. Nicht nur im Westen, auch hier im Osten Deutschlands sind die Kräfte wieder am Werk. Ich habe an diesem tragischen 17. Juni beobachtet, wie der Bürgersteig auf die Straße das Deutschlandlied warf
und die Arbeiter es mit der Internationale niederstimmten. Aber sie kamen, verwirrt und hilflos, nicht durch damit. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands hat Fehler begangen, die für die Sozialistische Partei sehr schwerwiegend sind und Arbeiter, darunter auch alte Sozialisten, gegen sie aufbrachten. Ich gehöre ihr nicht an. Aber ich respektiere viele ihrer historischen Errungenschaften und ich fühlte mich ihr verbunden, als sie nicht ihrer Fehler, sondern ihrer Vorzüge wegen von faschistischem und kriegstreiberischem Gesindel angegriffen wurde. Im Kampf gegen Krieg und Faschismus stand und stehe ich an ihrer Seite. Bertolt Brecht, Berlin-Weißensee, 1. Juli 1953, Berliner Allee 190. Steht mir nicht zu. Es steht mir nicht zu, das zu ergänzen, aber die letzten Worte leiten über zu dem nächsten, was wir hier vorhaben. Wir setzen uns ja heute auch sehr, sehr breit und auch gefährlich mit dem Problem Rechtsextremismus, Linksextremismus, Faschismus auseinander. Und ich glaube, es ist auch hier notwendig, dass wir uns darüber austauschen, was Faschismus bei uns heute ist und wie wir uns also nicht fehlleiten lassen dürfen. Ich habe dazu einen jungen Historiker, der die Meinung sagen wird, und jemand, der ein bisschen älter ist, der also auch mit dem Faschismus direkt erlebt hat, aber zumindest. Zeithistoriker, also mein Fachgebiet ist im Wesentlichen der Kalte Krieg, aber da gab es ja auch eine ganze Menge Faschismus. Wir haben natürlich heute einen Tag, der historisch betrachtet nicht nur einmal gefeiert wurde, sondern schon mehrmals gefeiert wurde. Es ist ja tatsächlich so gewesen, dass der 17. Juni, nachdem die diversen Übergriffe der Regierung auf die Bevölkerung der DDR sozusagen im Westen durchgegangen sind, dann ist dieser Tag ja ursprünglich auch mal zum Tag der deutschen Einheit erklärt worden. Das ist dann in der Wendezeit wieder abgeschafft worden. Das ist jetzt im Oktober. Und nun ja, zumindest lässt sich auf jeden Fall sagen, dass sowas wie Extremismen und Faschismen nicht nur seit 1953 oder nach 1945 irgendwie in den Untergrund verschwunden ist und ab und an mal wieder hochkommen, sondern Faschismen, das muss man ganz eindeutig sagen, die existieren auch nach 1990, die existieren im Untergrund natürlich weiter, aber auch teilweise offen, unter anderem in China lässt sich das nicht unbedingt heute jetzt vollständig, sondern in deren Vergangenheit, zum Beispiel in den 60er Jahren mit Kuomintang, noch recht gut zeigen. Und jetzt haben wir natürlich folgendes Problem. Was ist Faschismus? Was sind Extremismen? Und da will ich mal ganz kurz an meinen Gesprächspartner übergeben, der mir sozusagen jetzt mal versuchen wird, ein bisschen Informationen aus der Nase zu ziehen. Ja, also mein Name ist Jürgen Schreiber. Ich bin emeritierter Professor, habe Physik studiert, Frauen noch unterarbeiten. Im Teil habe ich noch ein bisschen was in meiner Firma zu tun. Aber Politik und die Dinge, die in unserem Land vor sich gehen, interessieren mich natürlich sehr. Ich habe gestern gerade nochmal gegoogelt und gefragt, was sind die Merkmale von Faschismus? Extremismus, aber Faschismus. Da würde ich als erstes nennen, Faschismus ist durch eine ausgeprägte menschenfeindliche, rassistische, nationalistische Ideologie, die das Handeln der Führer bestimmt
Das muss nicht unbedingt ein Staatsfang sein, das kann aber auch auf jedem Niveau sein, dass hier und heute eben diese Ideologie vertreten. Und da ist Gewalt ein weiteres charakteristisches Merkmal. Kampf gegen alle Andersdenkenden und keine Bereitschaft, friedlich sich zu verständigen. Ich denke, das ist sozusagen aus meiner Sicht das Wesentliche, um zu verstehen, was ist Faschismus. Können wir jetzt natürlich mal überlegen, okay, wenn wir diese Definition heranziehen, also es gibt Gewalt gegen Personen, die als ausgegrenzt definiert werden, es gibt den Anspruch der, ich sag jetzt mal, alleinigen richtigen Meinung, dann kann natürlich gesagt werden, okay, es sind im 17. Juni, beziehungsweise in der Zeit, wir haben das ja vorhin kurz gehört, dass es vor und auch danach ebenso noch Demonstrationen gibt, unter anderem von offizieller Seite, dann natürlich Leute, die unter anderem zu diesen Aufständen einerseits aufgerufen haben, aber auf der anderen Seite auf die Straßen gegangen sind, sind dann von dem System offiziell als Faschisten bzw. als Nachfolger des Faschismus bezeichnet worden. Jetzt muss natürlich ganz eindeutig gesagt werden, es gab auch damals, 1953, selbst nach deutlich rigideren Entnazifizierungsmaßnahmen als in der BRD, eine ganze Menge Nationalsozialisten, die noch gelebt haben und Personen, die diese Ideologie auch versuchten, im Untergrund noch irgendwie, ich sag jetzt mal, zu retten. Die meisten davon sind eher in andere Länder gegangen, weil sie entweder in der BRD oder in der DDR tatsächlich irgendwie aussortiert worden sind. Im englischsprachigen Raum sehr viele Personen, das hat sich dann später in den 70er gehabt, sind da noch eigenständige Motive, darüber können wir vielleicht bei Nachfrage nochmal überlegen. Aber es ist zumindest so, die DDR-Führung hat gewisse Personen damals eindeutig als Faschisten bezeichnet, die, so wissen wir das historisch, nachweislich keine waren. Und zwar schlichtweg und ergreifend deswegen, weil sie gegen das System waren. Und das ist eine nicht ganz unwichtige Bedeutung, weil auch heute ist es immer wieder so, dass gewisse Personen als Faschisten bezeichnet werden oder der Begriff des Faschismus relativ zügig jemandem entgegengebracht wird, der sozusagen erstmal per se irgendwie gegen das System ist. Möchtest du dazu was ergänzen? Naja, das ist natürlich eine interessante Feststellung. Man muss natürlich in der Tat immer wieder darauf verweisen, dass faschistische Kräfte im Hintergrund zu den Ereignissen 53 eine wichtige Rolle gespielt haben. Andererseits natürlich, und das zeigt auch die Geschichte, sind Argumente immer wieder auch benutzt worden, um unliebsame Personen in die Ecke zu stellen. Das muss man benennen, das muss man auch erkennen. Aber man darf natürlich das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Genau. Jetzt können wir mal ein Beispiel von heute nehmen. Es gibt ja normalerweise ist eigentlich schon wieder so ein blödes Wort, aber in vielen, vielen Fällen wird linke Gewalt gegen rechte Gewalt ausgespielt. Das geschieht. Gewalt per se lehnen wir eigentlich ab, aber man muss jetzt dazu sagen, was sind die Qualitäten beziehungsweise die auch Quantitäten, die in diesen Gewalten liegen. Also rechte Gewalt zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen tatsächlich normalerweise körperlich wirklich sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen werden, bis zu Tod. Also bis zum tatsächlichen Töten. Bei linksextremer Gewalt, das muss natürlich auch gesagt werden, da gibt es dermaßen Sachen auch, deutlich weniger, aber da ist es tatsächlich meistens höchstens Sachschaden. So, um es einfach auszudrücken, eine Person, die ein Auto anzündet, wird härter bestraft als eine Person, die jemanden weichklopft. Das ist bis zu einem gewissen Teil immer noch, zumindest in den letzten Jahren immer noch eine Praxis gewesen. Ich bin kein Jurist, muss ich dazu sagen. Das heißt, hier muss immer differenziert werden, wer jetzt hier diese Urteile trifft. Es fällt aber auf jeden Fall aus, dass das immer noch Praxis ist. Bis zu einem gewissen Punkt zumindest. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Definition von Faschismus. Und da würde ich auch einen großen Unterschied sehen zwischen Links- und Rechtsextremismus. Wenn Menschen andere generell abwürgen, herabsetzen und aus einer Ideologie heraus andere Menschen auch physisch drangsalieren, dann ist das was anderes, wenn auf der anderen Seite Leute gegen derartige Aktionen Protest machen.
gegen Modest machen. Da muss man einen technischen Unterschied setzen. Obwohl bin ich also völlig auch deiner Meinung, Gewalt ist überhaupt kein Mittel, um irgendein Problem zu lösen. Das ist im Kleinen kein Mittel, ist aber auch im Großen kein Mittel. Wir müssen das natürlich auch mal hier auf die internationale Ebene heben. Genau, und wenn wir dabei internationaler Ebene sind, da können wir ja gleich die Überleitung zur Frage bestimmen, wo gibt es heute Faschismus? Gibt es hier irgendjemanden, der irgendein Land kennt, in dem aktuell, ich sage es mal, Faschismus regiert? Ich habe gestern nochmal gegoogelt. Also das waren die deutschsprachigen Google-Adressen, die aufgerufen worden sind. Und ins Mikrofon. Geht's wieder? Ja, auch. Und ich bin also sichtlich erschüttert über das, was dort zu lesen ist. Näher ran. Faschismus ist heute in Russland. Faschismus ist keineswegs in der Ukraine. Und das ist ja also sonnenklar, was in Russland passiert, das ist alles faschistisch. Und hier sind natürlich diejenigen, die Einhalt gebieten müssen. Das ist sozusagen die generelle Durchschnittsmeinung. Ich habe also lange gesucht, auch mal Gegendarstellungen zu sehen bei Google. Es war eindeutig diese Aussage. Und da muss ich nach wie vor wieder die Frage stellen. Was ist denn ein Land, was faschistische Heronen wie den Bandier als Muster hinstellt, als Würdigen hinstellt, Denkmäler werden für ihn errichtet? Wo ist da der Faschismus angesiedelt? Da möchte ich also die Frage doch laut und deutlich stellen. So, jetzt könnte man natürlich argumentieren, wenn wir das in einer perfekt funktionierenden Demokratie hätten, dann wäre das, so das Aufbauen eines Denkmals normalerweise im Interesse einer Stadtgesellschaft oder tatsächlich eine Initiation durch die Stadt bzw. durch die Bürger erfolgt. So. Wenn anzunehmen ist, dass derartige, ich sage jetzt mal, Denkmäler tatsächlich von oben herab auf die Gesellschaft gedrückt werden, dann ist das definitiv eindeutiges Zeichen dafür, dass es zumindest Teile der Regierung, ich sage jetzt mal, starke Tendenzen haben. Das ist, denke ich mal, kann man so zumindest ausdrücken. Wenn das wiederum von der Bevölkerung kommt, also wenn derartige Denkmale sozusagen durch die Bevölkerung initiiert werden, dann müsste dann gefragt werden, ist die Regierung dafür, ist die Regierung dagegen oder was ist in der Bevölkerung kaputt? Ich muss dann dazu sagen, beide Länder, also Russland und die Ukraine, befinden sich gerade im Krieg. Beide Länder versuchen natürlich ihre jeweilige Position auf der Weltbühne positiv und negativ darzustellen. Das heißt, per se müsste man auch davon angehen, dass sowohl in Russland als auch in den USA Kriegspropaganda wird. Das ist aber in jedem Krieg der Fall. Da kann man was machen, was man möchte und nicht. Und da wir uns jetzt direkt als Verbündnispartner der Ukraine darstellen, geben wir da zumindest in gewissen Teilen auch mit. Gut, da wir ja ein bisschen auf Zeit rennen, möchte ich euch aber trotzdem noch die entscheidende Frage stellen. Ich meine, ich hatte ja gesagt, wir wollen hier untereinander mehr kommen. Ich bin am 13. Februar nach meinem Konzertbesuch am Pörlachen Platz gewesen und habe dort Massen schreien hören, Nazis raus. Wie erklärt ihr euch das, dass das in unserem Land passiert? Darf ich noch die Frage, wer hat das geschrieben? Ein Junge. Es wurde 500.000 junge Leute, die dort standen und einen Zug Opfer des 13. Februar ehren wollten. So, das war Freie Sachsen. Okay, also aus der historischen Perspektive muss man sagen, der Begriff Nazi ist so derartig in unterschiedlichen Ausprägungen vorhanden, dass jetzt rein aufgrund des Plakats sozusagen keine korrekte Aussage getroffen werden kann. Also Nazi kann alles bedeuten von Personen, die den Holocaust ablehnt oder leugnet, über Personen, die schlichtweg einfach nur antisemitisch ist oder antijudaistisch, über Personen, die einfach sich nur geben wie ein Nazi. Also ist ja durch Film und Fernsehen gibt's immer wieder das Bild des Nazis, das ja auch dargestellt wird, ein bisschen dumm. Das ist so die Grundeinstellung, hält an alten Ideen fest, Punkt. In dem Kontext können
theoretisch heutzutage eine ganze Menge Leute, die man auf einer emotionalen Ebene, auf dem Tod nicht ausstehen kann, aber halt auf einer emotionalen Ebene auch als Nazis bezeichnet werden. Das ist natürlich juristisch absolut falsch, hat auch mit der Realität wenig zu tun. Wir sind aber auf jeden Fall in einer Zeit angekommen, wo die Begrifflichkeit so ununterscheidbar ist, dass ich da jetzt zumindest sagen will, es ist nicht hundertprozentig einfach, ohne die Leute selbst zu fragen. Ich finde, also, wir erleben ja auch, und man kann also, wenn jemand mit irgendeiner Maßnahme unserer Regierung nicht einverstanden ist, der ist ein Nazi. Der Herr Hilbert, unser Bürgermeister, hat Demonstranten auch als Nazis beschimpft, weil sie nicht mit ihm einverstanden waren. Und dieses Gebrülle, Nazis raus, gegen Leute, man muss ja die Frage stellen, was waren das für Menschen, die zu Ehren oder zum Gedenken an den 13. Februar demonstriert haben? Das waren keine Nazis. Das ist ein dummes, unverständliches Gebrülle und fehlgeleiteter junger Menschen. Gut, also ich danke euch. Ich kann zu diesem Thema nur so viel sagen. Es gibt einen sehr interessanten Artikel von dem Schweizer Baut, den viele gelesen haben. Und er spricht von der Rache der Enkel und führt als Beweis an, dass also die stellvertretende kanadische Ministerpräsidentin einen ukrainischen Nazi aus den 40er Jahren als Großvater hat. Von der Leyen ist das zu spüren. Und man merkt überall in Deutschland, dass also die Enkelgeneration tatsächlich also nationalistische und faschistische Ideen, das sollte man also nicht außer Acht lassen. Und das andere ist, ich habe eben die große Befürchtung, dass unter dieser Volksdiskussion Nazi oder Faschist, dass in dieser Volksdiskussion bewusst wir eben gegeneinander gehetzt werden und jemanden als Nazi verdächtigen sollen, der es keinesfalls ist, nur um die, die tatsächlich einen Weltfaschismus betreiben, eine Welt sich unterjochen wollen, dass die geschützt bleiben. Ich würde jetzt bitten, dass wir zum dritten Komplex kommen, nämlich zu dem, was uns wirklich berührt. Wie finden wir besser zueinander, dass nicht hier 20 sitzen und dort 30 und dort 60, sondern dass wir eine Bürgerbewegung, eine Front werden, die tatsächlich Kraft hat. Ich bitte Klaus. Check, check, check. Ja, guck mal. So, erstmal hallo an alle. Ich bin Philipp und genau, ich weiß gar nicht, wo man jetzt hier anfängt, aber Lernen für die Zukunft und wie überwinden wir Spaltung. Ich glaube, das ist vor allem für uns als Friedensbewegung wirklich, wirklich wichtig. Vor allem auch vor dem aktuellen Hintergrund. Zeitenwende steht an und das jetzt schon seit über einem Jahr. Womit geht das Hand in Hand? Es rollen deutsche Panzer wieder Richtung Osten. Uranmunition wird geliefert. Kampfjets stehen bereit. Bundeswehr-Sondervermögen für 100 Milliarden Euro, währenddessen die Schulen kaputt sind, das Gesundheitssystem im Arsch ist und Leute hier große soziale Probleme haben. Und dagegen gilt es, gemeinsam auf die Straße zu gehen. Und ich glaube, wir sehen auch, dass es da verschiedene Ansätze schon gibt und die Frage ist eben nur wie. Und eins noch als Vorschub, bevor ich dann an dich übergebe. Wir sehen große Unterschiede meiner Meinung nach. Im Westen haben wir eine Friedensbewegung, die seit 1968 sehr traditionell da schon verankert ist, die es da lange gibt. Sie macht die Ostermärsche, Weltfriedenstag und demonstriert auch. Hier im Osten stellt sich die Situation da ein bisschen anders. Das ist allein schon damit verbunden, dass hier nach der DDR sehr, sehr viel platt gegangen ist an der Wirtschaft. Die Treuhand hat sich aufgespielt, fast schon wie eine Kolonialverwaltung und hier haben wir deswegen auch andere Bedingungen und meiner Meinung nach auch eine andere Friedensbewegung auf jeden Fall. Deswegen lass uns drüber reden, wie ist diese Friedensbewegung hier aufgestellt, wo liegen Probleme und ja, was sind Lernen für die Zukunft? Ja, mein Name ist Klaus Rhein, ich bin Rentner mittlerweile und war mal Chemiker. Bin eigentlich fachfremd in diesem Thema und hätte eigentlich nie erwartet, dass ich in meinem Leben nochmal mit dem Thema Krieg und Frieden hier konfrontiert werde, dass also, was in Jugoslawien passiert ist, dass man sowas nochmal erlebt und jetzt in der Ukraine.
dass also hier praktisch in Europa nochmal die Panzer rollen. Es geht also um die Frage Krieg und Frieden. Und Frieden kann man eigentlich auch als eine gesellschaftliche Kategorie ansehen. Insofern, also bei Frieden, dass dort ein Land nicht alleine entscheiden kann. Also in diese Gruppierung würde eigentlich einpassen, ob solche Dinge wie Außenhandel oder Zusammenarbeit. Man braucht also immer einen Partner. Andere Sachen wären, was ein Land für sich alleine entscheiden kann, ist zum Beispiel die Kultur oder die Wirtschaftsform und so weiter. So, was aber ein Land auch im Falle des Friedens entscheiden kann, ist die Bereitschaft, friedenswillig zu sein. Und bei Krieg und Frieden, worum geht es da? Es geht dann meistens um Interessen oder eigentlich immer um Interessen. Und es geht nicht um die Interessen des Volkes in der Regel, sondern um die Interessen der Herrschenden. Und deswegen muss oder ist es dringend notwendig, dass wir zusammenkommen und als Volk auch gefragt werden, ob wir überhaupt Interesse an dem Krieg haben. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ein Volk mal Krieg wollte. Dann wurde es dazu angestiftet, aufgehetzt. Es spielten Religionen, Ideologien und solche Dinge eine Rolle, aber nicht wirkliche Lebensinteressen des Volkes. Das kann mir gerne jemand ein Beispiel geben, aber ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht du als Historiker, ja. 1914 war ein, das Volk wollte den Krieg. Das kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, dass das Volk wirklich daran interessiert war, einen Krieg zu führen. Ne? Ja, es gab wenig, die dagegen gestimmt haben, aber normalerweise sind es die Herrschenden, die ihre Interessen verfolgen und nicht das Volk. Das Volk muss immer sterben, ja, das ja. So, aber am Krieg ist es nicht interessiert und heute ist es genauso wenig interessiert. Ja? So, und wenn wir, um das jetzt nochmal zu Ende zu bringen, wenn wir das Volk fragen, brauchen wir natürlich entsprechende Demokratieinstrumente dazu. Wir leben heute in einer repräsentativen Demokratie und wir sehen ja, dass nachdem wir heutzutage diese Regierung hier gewählt haben, beziehungsweise das Volk das darüber abgestimmt hatte, dass auf einmal begeisterte Zustimmung ist für diesen Krieg von Seiten der Regierung, dass auf der anderen Seite das Volk als kriegsmüde bezeichnet wird von einigen Politikern. Und sowas passt alles nicht zusammen. Also was wir brauchen, sind Formen der direkten Demokratie und wir brauchen ein gemeinsames Vorangehen und zwar wirklich aller Beteiligten im Volk, egal wie deren ich sag mal, politische und ideologische Einstellung ist, ob das Christen sind, ob das Linke sind, ob das sag mal, auch Rechtsgeframte sind. Bei diesem ganz existenziell wichtigen Thema wie Krieg und Frieden, da kann es nicht sein, dass einfach eine Regierung bestimmt, ob hier Millionen Leute eventuell in den Tod geschickt werden. Ja, da kann ich, glaube ich, gut anknüpfen, auch zu 1914. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Mehrheit damals den Krieg wollte. Schon Bertolt Brecht hat mal gesagt, hinter der Trommel her trotten die Kälber, das Fell für die Trommel liefern sie selbst. Ich denke, auch hier in Deutschland gibt es genug, die diesen Krieg befürworten, durch die Medien und durch eben diesen Staat, der hier sehr mächtig auftritt. Umso wichtiger ist es meiner Meinung nach, und da haben wir vielleicht einen spannenden Widerspruch auch, dass wir sehr zielklar auftreten und dass wir auch einen genauen Weg vor uns haben. Und wenn wir dann sagen, wir gehen mit allen Teilen des Volkes auf die Straße, dann wirklich auch gerne, weil wir so viel erreichen, wie es geht. Wir dürfen uns aber nicht einkaufen lassen von Kräften, die genauso spalten, von Personen oder auch, um das klar zu nennen, Gruppen wie Freie Sachsen oder AfD, die auch vermeintliche Friedensdemos organisieren, aber gleichzeitig auch eine spaltende Funktion ausüben, die herrschaftsstützend ist, indem sie sich dann gemein machen, wenn es um die Asylpolitik geht. Ich dann große Probleme dahinter, wenn es heißt irgendwie Asylflut stoppen oder sonst was, währenddessen die EU ja genau das jetzt auch beschlossen hat, dass diese Außengrenze und dieses Projekt Festung Europa weiter manifestiert wird. Wir müssen auch genau schauen, gehen wir hier Personen auf den Leim
die eigentlich Aufrüstung forcieren, die das auch weiter im Programm stehen haben und genau das dann tun. Das sehe ich bei einer AfD, das sehe ich auch bei Teilen der Linkspartei, die dann sehr unklare Positionen vertreten. Und ich glaube, da ist es wirklich wichtig, dass wir keinen verteufeln, das auf keinen Fall, sondern dass wir ehrlich in die Diskussion treten mit den Menschen, aber darum klarzumachen, als Friedensbewegung, als gesamtes Volk gemeinsam auf die Straße zu gehen. Das heißt, jede Altersgruppe, jedes Geschlecht und jede Herkunft, dass wir uns da nicht spalten lassen und nicht unter einer fremden Flagge irgendwie laufen. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir da dann es schaffen, klare Inhalte auszuhandeln, die genau dahin auch hingehen und auch die Zusammenhänge genau erkennen zwischen Krieg und Kapitalismus, dass das eine die Wolke ist und der andere der Regen. Können es nicht voneinander trennen. Mal regnet es nicht, dann wieder. Die Wolken, die ziehen immer wieder auf, die gehen nicht weg. Und das ist das, wo wir, glaube ich, als Frage davor stehen. Und nun kann man sagen, die Bewegung gibt es ja leider auch, die passen mir nicht, das sind Nazis, weg mit euch, ich distanziere mich. Dann gewinnt man gar nichts. Das bringt dann auch nichts, das ist klar. Wir müssen in jede Bewegung, die sich auf die Fahne schreibt, friedlich sein zu wollen, auch in die Diskussion treten, ganz offen und ehrlich. Aber wir sollten uns nicht stecken hinter uns in Position und auch klar machen, dass wir uns nicht spalten lassen und dass wir da auch einfach dann zusammenstehen. Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Ja? Also die Frage, die sich dann im konkreten Fall aber stellt, wie setzen wir das praktisch um? So, und dort habe ich eben in der Vergangenheit leider doch erlebt, dass sowohl auf, ich sag mal, auf rechter Seite wie auch, als auch auf linker Seite irgendwie tief in uns noch Vorbehalte stecken. Und meine Meinung ist doch die, also nicht nur meine, sondern von vielen Leuten, die gerade jetzt, glaube ich, denke ich mal, in dieser Widerstandsbewegung seit 2 Jahren hier unterwegs sind, dass wir versuchen müssen, von den, was uns immer so eingetrichtert wird, also dieses Framing anderer Gruppierungen, also die nicht so sind wie wir, dass wir da uns davon lösen und sagen, wir sind alles Menschen. So, und erstmal ins Gespräch miteinander kommen und dann feststellen, dort und dort können wir nicht mitgehen. Das ist akzeptabel. Aber an allererster Stelle steht eben dieses Gespräch und das merken wir natürlich auch in den Medien und in Zeitungen, Fernsehen und so weiter, dass das eben nicht funktioniert. Dieses Framing, egal ob rechts oder links, das findet statt und wir sind leider auch, muss man selber auch zugeben, manchmal ein Opfer dieser Informationen, die man ja hört. Und deswegen ist das direkte Gespräch mit Leuten, die auch anderer Meinung sind, ganz wichtig. Das ist ja auch wichtig in der Frage, wie gehen wir auf Menschen zu und überzeugen sie. Ich komme selber aus Chemnitz, da gab es immer diese Montagsdemos und da war es dann auch so, dass vor allem die Antifa dort daneben stand, hat Gegenprotest gemacht, ihr seid alles Faschisten. Viel spannender fand ich die Kräfte, die auf diese Demos gegangen sind, obwohl sie große Probleme haben mit Freien Sachsen oder Querdenken, wo natürlich auch viel geframed ist und dort wirklich auch in die Diskussion getreten sind mit den Leuten, um sie vielleicht auch dann von anderen Standpunkten noch zu überzeugen, dass man das auch wieder abbaut, ohne aber zu vergessen, dass es trotzdem nicht alles irgendwie gemeinsam, wenn wir irgendwie die eine Forderung haben, sondern dass es trotzdem große Unterschiede gibt, wo auch viele Fallstricke einfach sind, wo wir es am Ende eben genau das machen, was wir nicht wollen, nicht eben uns mit den Herrschenden hier gemein im Land. Ja. Mich bewegt dabei immer eine Sache ganz besonders, die letztendlich im Hintergrund steht. Es ist ja gut, wenn du sagst, es gibt da und da Probleme, aber wenn man eben guckt, wer hat Zulauf, wo sind also die Bevölkerung, wo fühlen die sich aufgehoben und wo nicht, dann entsteht für uns die Frage, wie geht man denn mit der Masse jetzt mal im Positiven um? Warten wir, bis ja bestimmte Erkenntnisse gekommen sind, oder müssen wir eben hingehen und müssen versuchen, so wie sie denken, dort anzuknüpfen? Das ist also Lehre von Lenin und Marx und von allen, dass die gesagt haben, also wir können nicht sagen, so muss es sein, sondern wir müssen hingehen. Und das ist eben für uns sozusagen die Verpflichtung, auch dorthin zu gehen, auch wenn uns das eine oder andere, die eine oder andere Aussage zum Asylant nie gefällt. Aber wir sind dort und reden. Und so muss das jetzt also beschleunigt gehen, weil wir ja nicht sagen können, naja, 3, 4 Jahre haben wir Zeit. Wenn das nächste kommt,
WHO, dann müssen wir schon zusammenstehen. Oder uns noch mehr zuzuspitzen, ihr seid euch ja jetzt fast einig gewesen, worin liegt jetzt genau die Spaltung, die da sozusagen, wie du sagst, von der AfD und von den Freien Sachsen hier reingetragen wird, nur weil sie zu einem anderen Thema eine andere Meinung haben. Warum ist das so gefährlich? Sag es mal bitte ein bisschen konkret. Gerne. Auch noch zugespitzt. Es geht um Friedensdemonstrationen. Und wenn die AfD eine Friedensdemonstration macht, warum sollten wir da nicht teilnehmen? Im Westen gibt es Gruppen von migrantischen Initiativen, weil das Menschen sind, die haben NATO-Politik erlebt. In ihrer Familie hautnah und die wissen sehr, sehr gut, was westliche Kriegstreibung, ihr wisst, was ich meine, bedeutet. Und die können einen wertvollen Beitrag spielen. Und man sollte sich da nicht gegenseitig irgendwie ausspielen oder sowas. Und auch bei der NATO, das ist genau bei der AfD, das ist genau das, was ich meine. Sie haben Aufrüstung drinstehen, sie sind für das 2%-Ziel der Bundeswehr. Das ist für mich dann keine Friedenspartei in dem Sinne. Da sehe ich dann einfach nur Kräfte, die Leute abfangen wollen mit ihren Positionen, aber nicht ernsthaft dafür stehen. Wenn wir uns anschauen, was in den letzten Jahren AfD im Bundestag so gehalten wurden, das waren keine wirklich friedlichen Reden. Und das ist das Problem dahinter, dass wir nicht nur schauen müssen, wer wählt etwas an, sondern was haben die auch in ihrem Programm stehen, was vertreten die wirklich für Positionen. Haben wir noch Zeit oder wie? Noch drei Minuten. Ja, dann erzähl du mal. Ja, jetzt war der Faden weg. Sorry, also. Also, ich möchte nochmal zurückkommen zu dem Thema direkte Demokratie und die repräsentative Demokratie, die wir jetzt gegenwärtig hier haben. Dort spielen natürlich die Parteien eine ganz große Rolle. Und die Parteien. Das ergibt automatisch dieses Konzept. Man bekennt sich dort zu einem bestimmten Programm, zu einer bestimmten Herangehensweise und man sieht die andere Partei immer als Gegner an. So, und dadurch gibt es immer eine Blockbildung. Anstatt sich zusammen an einen Tisch zu setzen, das ist aber bei Parteien in dem Sinne nicht möglich. Vielleicht wenn sie eine Koalition bilden. Deswegen wäre dieses Konzept des runden Tisches, das es auch 89 natürlich gab, das müsste man aus meiner Sicht versuchen, heute wieder verstärkt umzusetzen. Es gibt solche Ansätze, jetzt auch in dieser Widerstandsbewegung, Vernetzungsgruppen und so weiter, auf lokale oder auf Landesebene und so weiter, aber das ist alles noch aus meiner Sicht unzureichend organisiert. Und es wirkt vor allen Dingen unzureichend in die Bevölkerung rein. Es herrscht immer noch dieses Parteiendenken vor, auch AfD und Linke und weiß ich wie. Man erkennt sich dort immer als Gegner und wenn man sich die Menschen anguckt, wenn man mit den Menschen selber spricht, merkt man, dass man zu einem bestimmten Thema, beispielsweise Frieden, durchaus einer Meinung sein kann. Also Thema runde Tische wäre aus meiner Sicht ganz wichtig. Hallo, ich bin Hans, Anhänger und Vertreter der Freien Sachsen und finde es sehr, sehr traurig, dass hier an so einem Anlass, ja, wo es um den Austausch geht, vom Mikrofon aus gespalten wird. Also wer das behauptet, dass die Freien Sachsen spalten oder die AfD oder dass eine Friedensdemo von Freien Sachsen oder AfD eine schlechte Friedensdemo ist. Frieden ist wie Schwangerschaft, ein bisschen gibt es nicht. Entweder haben wir Frieden oder wir haben Krieg. Und da sollten wir doch nicht auf solche Befindlichkeiten achten und im System und der Systempropaganda auf allein gehen. Hast du mit dem Freien Sachsen gesprochen? Also wir können gerne die Demo zusammen besuchen heute. Das ist ja genau das, was ich nicht meine, ne? Diese Narrative zu bedienen. Also du bist für mich kein Faschist oder so, wie es die Regierenden sagen. Ist auch noch nicht so gut. Genau darum geht's. Und ich finde es nur wichtig, dass wir auch nicht sagen, wir haben hier das Thema Frieden und dort irgendwie Asyl und da Rentengerechtigkeit und da finde ich die cool beim Rest nicht, dann kann man zusammenarbeiten. Wir müssen trotzdem sehen, dass alles hier in dieser Welt mit zusammenhängt und dass wir auch nur dann eine sinnvolle Kampfkraft entwickeln, wenn wir das auch wirklich zusammenhängen. Das war da mein Punkt, den ich machen wollte. Auch das Thema Asyl
hängt ganz essentiell natürlich mit Krieg und Frieden zusammen. Ja, warum kommen so viele her? Ja, natürlich kommen auch viele her aus finanziellen Anreizen, aber ein Großteil der Flüchtlinge, die wirklich vor Krieg flüchten, die kommen durch die NATO-inszenierte Konflikte und Kriege. Also unsere Gegner sitzen ganz oben. Der Faschismus, den es durchaus gibt, also ich habe das nicht zum Spaß gesagt, dass ich da Deutschland gefährdet sehe. Ja. Wir sind fremdbestimmt von US-Interessen, wir sind gesteuert von außen. Ja. Und dieser Zusammenschluss von Regierung, Presse, Justiz, ja, und internationalen Organisationen, also wenn das kein Faschismus ist, dann weiß ich nicht. Flüchtlinge kommen natürlich zum großen Teil aus Kriegsgebieten. Aber gerade aus Afrika kommen auch viele Flüchtlinge aus Gründen, die im wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, weil Europa seit Jahrzehnten dort die Wirtschaft kaputt gespielt hat und sie deshalb aus Not hierher kommen, um überhaupt ihre Familien überleben zu können, mit ihren Familien. Das war's. Ich würde doch mal an alle appellieren, dass wir bei den Sachen, wo wir uns einig sind, und über Frieden und Krieg brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu diskutieren, dann sollten wir das gemeinsame Ziel sehen, auch wenn wir in anderen Punkten vielleicht nicht ganz einer Meinung sind. Das sollten wir doch aushalten. Wie gesagt, da bin ich mir immer noch unsicher, ob das so einfach ist, gerade auch wegen der Sache mit dem Programm, jetzt bei einer AfD einfach, aber ich will mich ja nicht wiederholen. Das wären da auch einfach meine Argumente in die Richtung, wo ich immer noch zustimme. Wie gesagt, ist das mit der Spaltung. Das geschieht von oben, das versucht der Staat, auch eine Friedensbewegung zu spalten. Aber dem Staat gefällt es natürlich auch sehr, sehr gut, wenn Parteien eben dann auch, die eigentlich Aufrüstung und Militarismus im Programm stehen haben, sich dann als irgendwie friedenstreibende Kraft hin. Das unterstützt diesen Staat genauso. Es gibt ja verschiedene Mechanismen, um irgendwie so eine Bewegung klein zu halten. Das ist direkte Repression, du kannst die spalten, aber du kannst natürlich auch einfach falsche Inhalte dort mit reintragen und das über verschiedenste Richtungen. Und das meine ich deswegen auch mit diesem Austausch über eine genaue Zielklarheit, was wir wirklich hier auch brauchen als Bewegung, damit wir nicht irgendwie auf Sachen hereinfallen, die vermeintlich erstmal nach was gemeinsam wirken, aber es eben nicht sind. Und genau deswegen ist es auch so wichtig zu sagen, ja, also natürlich fangen wir hier nicht an, den Faschismus völlig umzudrehen und jeden, der uns nicht passt, so zu beleidigen. Also, die Zeit ist um. Ich danke euch ganz herzlich. Das war also wirklich so im Sinne des Erfinders eigentlich, dass wir die Dinge aussprechen. Wir sind jetzt nicht zu Ende, deswegen wollen wir hinterher weitermachen. Aber nur so, wenn wir es uns gegenseitig richtig ehrlich sagen, haben wir auch eine Chance, dass wir zusammenfinden. Und man soll dann hinterher auch nicht Kram sein, sondern muss eben sich damit aufmachen. Hallo, ich bin der Friedrich und ich habe die Diskussion hier als sehr, sehr lebendig erlebt und das war eigentlich das, was wir wollten. Ich werde jetzt nicht meine persönliche Meinung nur sagen und danach streben, jetzt eine wilde Diskussion zu entfachen, sondern im Vorfeld haben wir eine Erklärung uns erarbeitet, die werde ich vorlesen. Dann natürlich darf darüber, über jeden Teil dieser Erklärung geredet werden und die Erklärung steht auch seit Mittag im Internet. Man kann die dort runterladen, man kann die an die Regierung schicken. Die Adresse lautet www.friedendresden. Also das ist ein Wort, www.friedendresden.de. Und ich verlese jetzt die Erklärung. An die Regierung anlässlich des 17. Juni 2023. Verwirklichung von Frieden, Freiheit und Demokratie.
Kritik und Misstrauen des Souveräns. Wir Teilnehmer des Tages für Frieden und Freiheit am 70. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR wenden uns direkt an unsere Regierung in Berlin, gemäß Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Wir sind in Aufregung und großer Sorge über die gegenwärtige Situation Deutschlands. Die gegenwärtige Politik der Koalitionsregierung ist sowohl innerhalb als auch außerhalb Deutschlands nicht länger tragbar. Wir, die versammelten Menschen aus Dresden und Umgebung und die in bester demokratischer Tradition Unterzeichnenden, werden alles für die folgenden Ziele friedlich und gewaltfrei unternehmen, um mit dem Geist des Grundgesetzes unser gemeinsames Leben zu gestalten. Wir sehen uns ein Teil aller Menschen, die ihr Schicksal selbst bestimmen wollen. Die Überschrift lautet jetzt Überarbeitung der Grundziele unserer Gesellschaft. Über dem Koalitionsvertrag der jetzigen SPD-Grüne-FDP-Regierung steht: mehr Fortschritt wagen. Diesen sogenannten Fortschritt erleben wir. Erleben wir in mehr Bürokratie und Gängelung der Menschen in unserem Land und in Verkomplizierung aller Lebensbereiche, in Willkür durch Eingriffe der EU und Abnicken der übergestellten Verschlimmbesserungen im Bundestag. Wir erleben das in Verteuerung unseres Lebens durch kriegerische Unterstützung der Ukraine und der US-amerikanischen Machtpolitik mit vielen Milliarden Euro, mit Waffen und Militärtechnik. Wir zahlen den Unterhalt der vielen US-Militärbasen in unserem Land, die Ausbildung von Kriegern aus internationalen Kriegsgebieten, alle Manöver wie Air Defender 23, um die Zerstörung Russlands zu üben und auch die durch die Zerstörung unserer Pipelines in der Ostsee. Wir nehmen das alles hin, nur zum Vorteil des militärisch-industriellen Komplexes und der US-amerikanischen, russischen, saudischen und saudischen Fossilenergieförderer. Das Abschneiden der Versorgung mit Gas und Öl und Kohle geht sozusagen zugunsten dieser genannten Großgruppierungen. Wir werden den Fortschritt in unseren Gesprächen für uns neu bestimmen, für ein friedliches, freundliches und lebenswertes Leben. Unter der Überschrift des jetzigen Koalitionsvertrages steht die Unterüberschrift. Und die lautet: Bündnis für Frieden, Freiheit und Nachhaltigkeit. Wir fragen, was bedeuten diese schönen Worte im Leben unter der Regierungsverantwortung der Koalition? Wessen Freiheit? Gerechtigkeit für wen? Unfreiheit für wen? Ungerechtigkeit gegenüber wem? Nachhaltig gelebt werden kann nicht unter dem Diktat einer einzigen Kennziffer der Emissionen von CO2 aus fossilen Brennstoffen. Frieden erwächst aus Kommunikation, Zuhören, Gespräche mit dem Ziel des gegenseitigen Verstehens. Darauf lief ja auch die vorherige Diskussion hin. Auf dem Ziel des Wachsens von Vertrauen ineinander
und aktive gemeinsame Gesellschaftsgestaltung. Frieden erfordert die Abwesenheit von Gewalt. Wir stehen zu friedlicher Kooperation ohne Gewalt, ohne Misstrauen und Täuschung. So wie wir in unseren persönlichen Beziehungen ein friedliches Miteinander praktizieren, möchten wir auch, das auf kommunaler, föderaler und internationaler Ebene erreichen. In der Corona-Zeit erfuhren wir persönliche Einschränkungen unserer Freiheit durch staatliche Maßnahmen. Die Gründe für die erlittene Willkür sind bis heute nicht aufgearbeitet und Corona als Geschichte ist bis heute unklar, unverstanden und demokratisch nicht geklärt worden. Es droht erneut große Willkür durch die Aktivität der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, und ihrer Finanziers, die vor allen Dingen privatwirtschaftlich sind. Und in der Folge durch die EU und die deutsche Regierung, die den Willen des Souveräns nicht achten. Eine globale Minderheit der reichsten Einzelpersonen macht sich auf, für alle Menschen eine digitale Gesundheits-, Seuchen- und Katastrophendiktatur zu errichten, wenn wir sie nicht daran hindern. Wir stehen für ein Gesundheitswesen auf lokaler, kooperativer Basis und solidarischer Finanzierung, in dem der gesunde und der kranke Mensch im Mittelpunkt steht und nicht die Interessen von Finanz- und Versicherungsimperien. Wir wollen die Abschaffung der WHO und stattdessen für alle Menschen föderal vernetzte Finanzierung und Steuerung der Gesundheits-, Sozial- und Bildungseinrichtungen. Wir stehen dafür, eine globale Gesundheits- und Pharma-Diktatur zu verhindern. Wir wollen statt der heutigen Wirtschaft, die vor allem die Maximierung der Profite privater Eigentümer und weiteres Wachstum des Bruttoinlandsprodukts beinhalten. Wir wollen stattdessen Nachhaltigkeit, mit der alle Reichtümer dieser unserer Erde sparsam und pfleglich behandelt werden, für ein gutes Leben in Würde. Deutschland, ein Staat ethnischer Minderheiten inzwischen. Wir wollen den Zuzug aus dem Ausland.